Einmal im Jahr verwandelt sich auf wundervolle Weise ein Teil der fränkischen Schweiz in ein weißes Meer. Im Frühjahr treiben aus den Kirschbäumen strahlend weiße Blüten. Für ein paar Tage verzaubert die Kirschblüte die ganze Region. Mit über 200.000 Süßkirschenbäumen ist das Obstanbaugebiet Forchheim, Fränkische Schweiz, eines der größten geschlossenen Anbaugebiete seiner Art in Deutschland und darüber hinaus. Die Gemeinden Igensdorf, Weißenhohe, Gräfenberg, Hildpoltstein und Egloffstein liegen mitten im Kirschgarten der Metropolregion Nürnberg. Zur Kirschblüte dreht sich im malerischen Igensdorf alles um die weiße Blütenpracht. Beim Kirschblütenfest können die Besucher bei geführten Wanderungen viel rund um den Anbau von Obst und vor allem Kirschen lernen. Am 1. Mai wird bei Musik, Tanz und regionalen Köstlichkeiten das Brauchtum gelebt und gepflegt. Aus den Trieben sind über den Sommer beachtliche, leuchtend rote Kirschen gereift. Ende Juni beginnt in der Region die Kirschernte. Und auch bei Günther Endres und seiner Familie dreht sich jetzt alles ums Pflücken und Sortieren. Solange ich weiß, wird bei uns in unserer Familie schon Kirschenanbau betrieben. Früher war das so, dass man hauptsächlich Hochstämme gepflanzt hat. Das waren halt so Bäume, die sehr hoch geworden sind. Wie man hier sieht zum Beispiel, das sind die Buschbäume jetzt. Mittlerweile ist es auch so, dass man die Kirschbäume mit Folie abdeckt. Weil wenn es viel regnet, dann platzen die Kirschen vom Regen. Und deswegen will man die davor schützen, dass sie einfach auch in sehr guter Qualität dann ausreifen können. Die Früchte werden größer, die Früchte werden süßer und die Qualität wird insgesamt besser dann von den Kirschen. Bei der Frankenobst GmbH in Igensdorf herrscht Hochbetrieb. Aus der ganzen Region bringen die Kirschbauern ihre Ernte. Je nach Größe und Beschaffenheit werden die Kirschen klassifiziert. In der hochmodernen Sortieranlage werden die Kirschen gewaschen, kontrolliert, sortiert und schließlich für die teils weite Reise vorbereitet. In ganz Europa schätzt man die schmackhaften Kirschen aus dem Kirschgarten der Metropolregion Nürnberg. Die Weiterverarbeitung ist so vielfältig wie die Kirschen selbst. Ob im frisch gebackenen, schmackhaften Kirschkuchen als Marmelade oder ganz einfach im Urzustand. Die Kirschen aus der Region erfreuen die Gaumen hier und in der ganzen Welt. In Hildpoltstein mit seinem historischen Stadttor und den alten Fachwerkhäusern ragt hoch über der Gemeinde die fast vollständig erhaltene hochmittelalterliche Adelsburg.
Unter der Trägerschaft des Landkreises Forchheim wird in Hildpoltstein die Obstversuchsanlage betrieben. Hier wird rund um den Anbau von Obst und Kirschen geforscht. Kirschbauern aus der Region und der ganzen Welt kommen hierher, um die bahnbrechenden Forschungsergebnisse für den eigenen Anbau nutzen zu können. Im Bildungszentrum werden allen Interessierten Tipps und Tricks weitergegeben, um die Kultur des Obstanbaus in der Region auch im kleinen privaten Rahmen zu stärken. Weiter westlich in der Kirschregion liegt das historische Gräfenberg. Die Wanderer des Fünfseidlersteigs kommen hier direkt am historischen Marktplatz vorbei. Der Fünfseidlersteig umfasst 5 Brauereien in Gräfenberg, Hohenschwerz, Tuisbrunn und Weißenohe. Hungrig und durstig vom Laufen kommen die Wanderer in einer der Brauereigaststätten voll auf ihre Kosten. In Weißenohe kehrt man direkt neben dem Kloster ein. Im Kloster selbst hat der hiesige Kirschenanbau seinen Ursprung. Ein tolles Ausflugsziel sind die Sinterstufen im Lillachtal, die wegen ihrer herausragenden Schönheit zum flächenhaften Naturdenkmal erhoben wurden. Eine weitere Hochburg des Kirschenanbaus ist Egloffstein. Im Herbst bietet hier das Wanderparadies Trubachtal eine atemberaubende Kulisse zum Wandern. Die Felsen in der Region locken Kletterer aus aller Welt. Das Klettergebiet nördlicher Frankenjura gehört zu den am besten erschlossenen Klettergebieten weltweit. Für manch einen die wichtigste Verwertungsmöglichkeit der heimischen Kirschen und Obstsorten wird in zahllosen Brennereien der Region praktiziert. Das Veredeln der Früchte zu feinsten Destillaten. Zum zweiten Mal im Jahr verwandelt sich die Region wieder in ein weißes Meer. Der Winter ist eingekehrt. In der kalten Jahreszeit lassen sich die Erzeugnisse des Sommers wunderbar genießen. Jetzt dauert es noch ein paar Monate, bis die Kirschblüten wieder die Landschaft verzaubern. Erleben Sie Natur, Gastfreundschaft und Genuss. Entdecken Sie den Kirschgarten der Metropolregion Nürnberg.